herzlich willkommen zu meinem neuen Minecraft-Part auf der Adventure-Map Escape Island. Wir befinden uns hier immer noch in diesem großen, riesengroßen Raum mit diesem Glaskasten mit vielen Puzzeln und Schaltern darin. Ich muss mal gerade gucken, wir haben zwei Torches erhalten. Überlegen. Wir haben ja hier Wasser runtergelassen. Ich guck noch mal schnell, was es hier gab. Naja, okay, hier war ja das gut. Also, wir haben diese zwei Torches. Was können wir mit zwei Torches anfangen? Torches machen Licht und sind Wärmequellen. Das heißt, sie können auch Eis schmelzen. Und hier haben wir hier... Da oben haben wir Eis. Da oben haben wir Eis. Wo war das jetzt? Ich glaube, da, wo wir gerade waren. Dann gehen wir mal zurück. Hier hoch. Und hoffen, dass das jetzt klappt. Das ist doch schon Wasser, oder? Ein neuer Fahrstuhl. Da, 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 da. Und hier auch. Müssen wir ein bisschen warten. Das ist noch ein fester Eisblock. Der will nicht so schnell. Ich glaube, wenn man ihn boxt, resettet er. Das ganze Gold hier mitnehmen könnten. Wir wären reich. Es ist gar kein Gold, das sind Glowstones. Oh, hier. Ist geschmolzen. Natürlich passiert hier noch nichts. Merkwürdige Sache. Weil die Fackel das Ganze noch aufhält. Jetzt haben wir also zwei neue Wasserfälle. Der eine ist hier direkt hinter der Lava und der andere an der Schaltertür, wo der Schalter draußen ist. Wir nehmen zuerst den hinter der Lava. Ja. Muss ich, glaube ich, hier rein. Das ist schon der andere, oder? Ich glaube, das ist dann auch schon der andere. Aber erstmal wollen wir hier hin. Ihr erinnert euch, wir greifen da einfach durch. Zack. Und schwimmen jetzt mal hier hoch. Da geht's rein, da wollen wir hin. Und da sehen wir auch schon eine Kiste. Die ist leer. Wir wollten ja auch den hinter der Lava nehmen. Ach, wir sind ja so nappig. Scheiße. Okay, wie kommen wir denn da jetzt hin? Ach Mann, wir müssen hier rein. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, soll vorkommen. So, jetzt also hier nochmal. Hier geht's gar nicht raus. Doch, hier. Und wir bekommen Clean Stone und nochmal zwei Diamanten. Ole, ole, ole. So, jetzt müssen wir da drüben hin. Das heißt, wir können hier den Schalter umlegen und kommen wieder raus. Das ist jetzt die Tür mit dem Schalter davor. Und wir müssen hier jetzt hoch. Wir stehen jetzt hier vor verschlossener Türe. Bisschen auffällig ist natürlich der Steinblock hier. Was könnten wir damit anstellen? Wir haben gerade wir haben noch Cleanstones bekommen und können da jetzt einen Button draus machen. Yeah. Zack.
Und wir kommen immer höher und immer höher. Und immer höher und immer höher. Eine Leiter führt uns hier zu einer Kiste. Wir bekommen eine Angel. Na super. Oh, vorsichtig. So, jetzt haben wir das Lorenrätsel mit der Angel. Hier kommen wir nicht durch. Ah, hier sind doch Verbindungen am Boden. Okay, die Schalter sind also auf den Gleisen. Hier haben wir den Ausgang. Dann haben wir Schalter in der Mitte. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nach der Lore fischen, denke ich mal. Das machen wir jetzt mal. Zack. Und dann muss sie darüber. Shit, nochmal. Stellen uns mal hier schon so ein bisschen hin. So, ja, wir sind draußen. Hier geht's nach oben. Okay, ein Schalter. Gehen wir wieder runter. Ne, das war die falsche Richtung. So, die Tür ist ja offen. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Dann... Oh, drücken wir jetzt hier den Schalter und dann haben wir den Raum jetzt. Boah, verdammte Scheiße. Das hätte jetzt aber schief gehen können. Jawohl, die Tür ist auf. Olé. Und wir können weiter nach oben. Und das sieht doch danach aus, als hätten wir diesen Raum dann clear. Up and forward. Ein Schalter und ein TNT-Block. Nee. Gucken wir nämlich erstmal hier. Schaut mal, da oben ist ein Ofen, da sind bestimmt wieder Diamanten drin. TNT-resistente Rüstung. Boah, dann nehmen wir doch gleich mal hier zwei Stück mit. Meine Fresse, so viel. Ich glaube, ich tausche sie auch. Denn da steht TNT-resistent drauf und auf meiner nicht. Das ist jetzt der Grund. Scheiße, ey. Da habe ich mir extra eine Rüstung gebaut und wir finden hier so viel. In case, mess up. You mess up. Don't use the TNT to build up. Wir sollen die TNT-Blöcke nicht zum... Also nicht stapeln, um irgendwo hinaufzukommen. Hier mal Heilung. Okay. Ja, wir haben noch goldene Äpfel dabei. Das passt. Ich nehme mal an, wir drücken jetzt den Schalter und das TNT geht hoch. Das TNT geht hoch. Ja, wir nehmen es alles mit, oder? Wer weiß, wozu wir das noch gebrauchen können. So. Ja, wir probieren das jetzt einfach mal, würde ich sagen. Wir haben jetzt alles dabei. Wir setzen alles auf eine Karte. Wir haben eine Rüstung an. Jawoll! Jawoll! Ah, wie geil! Das ist nämlich die Stelle, wo ich nie weiterkam. Also früher. Ich habe das vor ewig langer Zeit mal gespielt. Ja, so ewig ist es jetzt auch noch nicht her, aber... Boah, wir sind hier oben und das liegt an der Rüstung. Wenn ihr mal die Rüstung anschaut, da ist nichts kaputt gegangen. Und 5 Diamanten. Und das ärgert mich jetzt. Habe ich hier 24 Diamanten für eine Rüstung aufgegeben. Scheiße, hätten wir natürlich jetzt 40, 50, hier waren 60.
Unglaublich. Hätten wir jetzt 60 Stück. Naja. Wow, hier kann man ja nochmal runterfallen. Ja, wir gehen mal weiter. Weiter. Wo geht's hier lang? Buh. Boah, ich bin voll gespannt. Die nächste Tür. So, you actually managed the complete part 2 of the test. Okay, wir haben also den kompletten zweiten Teil hier gelöst. Very impressive. We only had one other candidate who made it. Ja, sehr erstaunlich. Wir hatten jetzt nur einen Kandidaten, der es bisher geschafft hat. Who made it that far? Okay, looks like you're having fun. Es sieht so aus, als hättest du Spaß. Unfortunately, Nelly, was? That was the last part. Now, please continue the execution room. The execution room. Also wir sollen jetzt den Exekutierraum betreten. Ja, da müssen wir, glaube ich, was wegschmeißen für, dass die Tür aufgeht. Ich behalte jetzt meine Rüstung symbolisch als 24 Diamanten. Schmeiße dafür die andere TNT-resistente Armor weg. Die Angel können wir auch wegschmeißen, die Buttons behalten wir. Schleimball brauche ich auch nicht mehr. Feuerzeug kann man immer gebrauchen. So. Please switch one peaceful again. Achso, ich glaube, ich hab's ja gar nicht geändert. Aber das hätte jetzt eh keinen Unterschied gemacht, wenn man sich den Part dann mal anguckt. Ja, okay, wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt hier einen Schalter. Hier haben wir noch einen Ofen. Was ist das denn? Kohle und Steine. Kohle und Steine. Das ist er also, der Endraum. Hier soll es also enden. Oh mein Gott. Ist der Tod die Antwort? Erwachen wir aus unserem Traum, wenn wir sterben? Das wäre eine Möglichkeit, aber ich traue mich nicht. Oh, hier ist ja alles voll TNT, aber wirklich alles. Scheiße. Ich würde sagen, das heben wir uns für den nächsten Part auf. Gucken, was uns dahinter erwartet. Ob uns überhaupt noch etwas erwartet. Ob wir in unserer Hütte vielleicht wieder aufwachen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ich denke mal, wir können uns jetzt einen leckeren goldenen Apfel gönnen, nachdem wir hier diese Strapazen durchgestanden haben. Das ist jetzt die obligatorische Zigarre. Die letzte Zigarre. Wir beißen hinein. Damit beenden wir jetzt den letzten Part. Den letzten Part für heute natürlich. In Escape Island. Bye bye, sagt euer Langster.